Trainer Markus Gisdol kann schmunzeln. 3 Punkte aus dem schweren Spiel gegen Mönchengladbach am vergangenen Wochenende geben immer noch Grund dazu. Der Gegner am 6. Spieltag wird aber keinesfalls leichter. Die TSG wird zu Gast sein beim VfL Wolfsburg. Es ist natürlich so, dass wir schon wissen, dass wir da auf eine Mannschaft treffen mit unglaublich hoher individueller Qualität, die auch ihre beiden Heimspiele sehr souverän gespielt hat. Ich glaube, wir können es nur schaffen, gegen solche Gegner zu bestehen, wenn wir, möchte mal sagen, mit einer ausgeprägten Schwarmintelligenz an diese Sache rangehen, wo wir einfach alle miteinander sehr funktionieren, wo nicht von diesen 11 Spielern auf dem Platz mal 2 oder 3 nach rechts oder links ausscheren, sondern alle immer nur in die gleiche Richtung und das gleiche Ziel verfolgen. Wir haben uns das Spiel nochmal auch genau angeschaut, das Spiel gegen Gladbach, und es ist natürlich so, dass dort das bewusste defensive Verhalten, das Verteidigen sehr im Mittelpunkt stand, unsere Überlegungen. Und es uns jetzt einfach auch wieder gelingen muss, das in eine gute Balance zu unserer starken Offensive zu bringen. Weil eines ist klar, generell wollen wir sehr frech, offensiv ausgerichtet spielen, aber natürlich mit der notwendigen Stabilität hinter dem Ball auch. Das ist unser Gesicht und das wollen wir auch zeigen, und an dem arbeiten wir dann auch jeden Tag. Die Personalsituation ist ja so, dass Sally das letzte Mal jetzt dann auch gesperrt ist und dann ab nächster Woche wieder zur Verfügung steht. Bei Roberto ist es so, dass er noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat, dass wir das heute mal schauen müssen, wie weit es geht. Ich bin da sehr vorsichtig in der Prognose. Ansonsten müssen wir schauen. Es ist so, dass die Blessuren, die im Spiel entstanden sind, eigentlich normale Dinge waren, die sich entweder als Verhärtungen, kleine Verhärtungen oder Krämpfe herauskristallisiert haben. Aufgrund der unglaublichen Laufleistung, die Mannschaft absolviert hat, wir sind 128 Kilometer gelaufen. Ich glaube, das sind Werte, die man nicht jede Woche erreichen kann. Das ist ein fantastischer Wert gewesen. Bestimmt im Ranking auch unter den Top 10 auf jeden Fall oder sogar noch weiter vorne insgesamt, was die Messungen angeht. Hat sich die Mannschaft das natürlich auch verdient, und das erklärt dann natürlich auch den dann ermüdeten Zustand. Es ist so, dass wir jetzt nach dem Gladbach-Spiel ja eigentlich auch schon eine etwas kürzere Woche hatten, weil wir ja dann wieder Samstag spielen, fehlt ja ein Trainingstag. Somit haben wir den Doppeltrainingseinheit gestrichen und haben nur dann am Tag einmal trainiert und dann halt regenerative Maßnahmen gemacht, dass wir bestmöglichst ausgeruht oder vorbereitet in diese englische Woche gehen können. Aber ich rechne schon damit, dass wir in dieser Woche unseren gesamten Kader brauchen, dass wir da auch insbesondere auf die Frische achten müssen, unsere Spieler. Und es durchaus sein kann, dass da der eine oder andere auch Einsatzzeiten bekommt, der jetzt noch nicht oder wenig gespielt hat. Und von daher ist es natürlich auch jetzt mal wieder wünschenswert, anderes Thema, dass wir mal wieder Joker-Tore auch machen. Der Schippo wäre jetzt mal wieder dran. Ja, der hat jetzt in den ersten 5 Spiele zweimal seinen Einsatz kriegt, aber der ist jetzt auch wieder dran zu treffen, und der trainiert im Training so gut und ist so fleißig immer, und der muss sich jetzt immer wieder auch mal wieder belohnen mit einem Tor, und ich glaube, das ist jetzt an der Zeit. Ich glaube schon, dass bei unserem Fußball viel passiert, dass wir viel frischen Elan auch reinbringen in unser Auftreten, und ich glaube schon, dass es ganz interessant ist, das ein oder andere Spiel von uns anzuschauen. Und das spiegelt sich natürlich dann in die Zuschauerzahlen wieder bei solchen Dingen. Oder dann vielleicht, ich denke, wenn so eine fußballerisch klasse Mannschaft wie Wolfsburg jetzt gegen uns kommt, ich glaube schon, dass er das Spiel anschauen kann. Denn die Spiele zwischen der TSG und dem VfL sind immer für reichlich Tore gut. In 10 Bundesliga-Partien fielen ganze 39, das sind im Schnitt fast 4 pro Spiel.